Herzlich willkommen zurück. Playa de Palma kompakt, Tag und Nacht am Ballermann. Wir haben Donnerstag, den 12. Januar und 17.16 Uhr. Gleich geht die Sonne unter. Also gleich ist in einer halben Stunde. 17.48 Uhr ist heute der Sonnenuntergang. Und so sieht es aktuell aus hier an der Playa. Sehr, sehr wenig los. Heute war wieder traumhaftes Wetter, 17 Grad, blauer Himmel. Kann man nicht meckern. Nur der Wind hat wieder ein bisschen zugenommen. Das ist dann halt wieder ein bisschen kälter als die 17 Grad, aber ja, macht ja nichts, hat eine Jacke mit. Und ich werde jetzt hier den Sonnenuntergang filmen, im Zeitraffer, aber ich mache das hochkant, also nicht wundern, wenn das Bild anders aussieht, wie es jetzt ist. Ne? Und dann melde ich mich später wieder auf meiner Reise Richtung Bierkönig. Ich gehe heute in den Bierkönig, ja. Wie immer. Kleiner Zeitsprung, wir haben jetzt 20.29 Uhr und ja, ihr habt gerade noch den Sonnenuntergang gesehen. Diesmal nur in Hochformat, weil ich habe das noch für TikTok und für Instagram gemacht. Und deswegen hatte ich das diesmal in Hochformat gemacht, weil es da einfach Hochformat das Format ist. Blöd erklärt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ja, zu Hause alles erledigt, alles fertig gemacht, wird gegessen. Geduscht und jetzt sind wir auf dem Weg in den Bierkönig. Heute ist Donnerstag, das heißt wieder bis 3 Uhr offen. Ich denke aber nicht, dass ich so lange heute bleiben werde, weil so voll wird es heute nicht werden, schätze ich mal. Sollte zwar voller sein wie gestern, aber die größere Masse kommen halt am Wochenende zu Freitag und Samstag. Ja. Und dann schauen wir jetzt gleich mal in der Schinkenstraße, wie weit die da mit den Bauarbeiten sind, ob die heute weitergemacht haben. Ja, wenn man hier sonst so über die Playa langläuft, ist alles sehr, sehr leer, recht übersichtlich. Auch beim Sonnenuntergang waren wenig Menschen vor Ort, zumindest bei mir am Zweier. Da ist sonst mehr los. Ja, man merkt, Mitte Januar. Keine Urlaubszeit. Ich habe auch heute mal oder auch gestern die Flüge geguckt. Nach Köln 350 Euro. Also, wer soll das bezahlen? Ne?
gibt immer noch Leute, die kriegen billige Flüge von, je nachdem, Frankfurt, Hahn, Memmingen oder wo auch immer. Aber wenn man nicht gerade da wohnt, dann muss man ja auch erstmal anreisen zum Flughafen. Das ist dann nicht so schön. Aber ich finde 350 Euro schon happig. Ja, das war dazu. Aber noch nicht dazu. Ich habe heute gelesen, Eurowings, die werden auch weiter die Preise anziehen, weil die Personalkosten gestiegen sind, Treibstoffkosten, ja, Startkosten für den Flughafen und alles. Das wird halt auf uns umgelegt. Und da bin ich mal gespannt in Zukunft, wie sich die Flugpreise verhalten werden. Ich habe jetzt schon geguckt für Mai, wo ich eventuell nach Köln muss. Das wird auch nicht ganz so billig. Muss ich mal gucken, wie teuer genau wird, wenn ich Termine habe, wenn ich weiß, wann ich nach Köln muss. Aber so richtige Schnapper nach Köln ist sehr, sehr schwer. Gibt zwar teilweise Flüge für 39 Euro pro Tour, aber das ist doch eher die Seltenheit. Ja, und jetzt sind wir hier an der Baustelle, an der Schengenstraße. Ja, hier haben sie auch weitergemacht. Bisschen Sand aufgeschüttet oder was ist das hier? Geröll. Hier vorne liegen jetzt Rohre. Ja. Und hier werden sie dann die nächsten Tage weiterarbeiten. Und hier sieht es dann jetzt so aus. Ja, ich gehe jetzt in den Bierkönig rein. Da war ein kleiner Einblick hier von der Playa und von der Schengenstraße. Bis später. 21.05 Uhr. Geburtstag, aber wir haben noch keine 0 Uhr. 21.41 Uhr. So, wir haben gleich 10 Uhr und hier kam mal eine riesige Gruppe an. So ungefähr 25 Leute. Kann der Abend ja doch noch lustig werden. 22.11 Uhr, wie ihr gesehen habt, ist eine größere Gruppe angekommen im Bierkönig. Wir sind aber jetzt gerade mal ganz kurz nochmal im Kubas Bar. Dann mal ganz kurz Tag sagen. Ich gehe später wieder dann zurück in den Bierkönig. Und ich hoffe, die Gruppe ist ja noch da und macht dann noch mächtig Party. Das war jetzt nur so ein kleines Update. Bis dann. Ciao, ciao. So, wir haben jetzt 23.52 Uhr, ich stehe wieder vor dem Bierkönig. Wir waren in der Kubas Bar. Dazu wird später noch mehr kommen, also nicht heute, sondern die nächsten Tage. Da gibt es ein paar Umbaumaßnahmen, ein paar Renovierungsmaßnahmen. Da werde ich die begleiten. Und dann schauen wir mal, wie die Bar dann vorher und nachher aussieht. Ich weiß noch nicht, so geplant habe ich das noch nicht, aber es soll am Montag stattfinden. Und sehen wir mal, ne? Auf jeden Fall, die Kubas Bar ist sehr zu empfehlen. Sehr viel Spaß hat es da gemacht und die Leute, Sadik heißt der Betreiber, der Besitzer, seine Frau Erika, sehr nette Leute. Ja, und jetzt sind wir halt hier vor dem Bierkönig und gehen jetzt nochmal eben in den Bierkönig rein und schauen, was da los ist. Ja, bis drei weiß ich nicht, schauen wir mal. Werden wir sehen, ne? Werden wir sehen.
So, wir haben jetzt 1.26 Uhr und eine Bierkönig ist ordentlich Party, wie ihr seht. Ist zwar nicht so viel los, aber dafür die Gruppe, die da ist, die macht ordentlich Stimmung. Aaron spielt ein bisschen unkonventionelle Musik, aber hat dem Anschein, was die Leute hören wollen, recht gegeben, auch wenn es halt keine Ballermann-Musik ist. Super, also mir macht Spaß. Wenn man jetzt mal eine Stunde keine Ballermann-Musik hört im Bierkönig, kann das ja auch nicht verkehrt sein. Ja, ich schätze mal, wir bleiben noch bis zum Ende. Ja. Bis zum Ende werden wir bleiben und ja, und dann wird es auch wieder später als gedacht. Naja. So ist halt das Leben hier an der Playa. Ne? Kommt alles anders, als man denkt.